Jo, meine lieben Freunde, willkommen zurück. Ich bin's, der Geralt. Nee, Schatz, ich bin zwar überfahren, aber willkommen bei The Witcher 3. So, wir haben diesen Banditennest gesäubert und eingenommen. So wie ich es nenne, mal. Aua, scheiß Headset. Mal nenne. Ja, wisst ihr, mich juckt es mir in der Nase und ich kratze eigentlich nur mit links, komischerweise, mit rechts Hand nicht. Die Platt fest an der Maus. Das ist wie beim Bier. Ich tue mein Bier nie aus der Hand raus. Das ist gleich wie. Ich nehme meine Hand von der Maus nehme. Aber ich probiere es mal mit rechts. Ah, schon viel besser. Wenn mich juckt nämlich immer diese Nase. Beim Aufnehmen, aber nur beim Aufnehmen. Irgendwas stimmt hier nicht. Notizen ist ein Spion. Können wir gleich der Makulixen. Notizen eines Spions. 15. Tag der Observation. 23. Birke. Das okay. Sind wieder im Lager, haben haufenweise Beute mitgebracht, hauptsächlich Rüstung entworfen, aber diesmal auch eine versiegelte Truhe. 16. Tag der Observation, 24. Birke. Vor dem Tagesbruch kam ein Boot ins Lager, gab uns große Aufregung. Sie stellten sofort eine Gruppe zusammen, um die Truhe zu transportieren. Nach Einbruch der Dunkelheit werde ich Erfahrung bringen, wohin sie die Truhe gebracht haben. 17. Tag der Observation, 25. Birke. Sie haben die Drohne nicht so weit transportiert. Nur zu verlassen Hütte bei der alten Mühle. Sie haben eine Wache aufgestellt, so dass ich nicht näher herankam. Seit gestern Nachmittag haben alle im Lager gesoffen. Wenn wir jetzt angreifen, würden wir sie vernichten. So schade, dass der Kommandant nur einen Mann zu diesem Außenposten abgestellt hat. Mich. Ich versuche heute Nacht reinzuschlagen. Wem das Schicksal gewogen ist, reicht vielleicht ein einziger Mann. Stimmt, das war das, was wir schon gemacht haben bei der Mühle. Und das ist wahrscheinlich dieser Mann hier. Dort sind schon wieder sehr viele Leichen. Perfektes Wetter für eine Reise. Wir können uns den Loot da hinten nicht holen, Freunde. Da ist die Welt schon zu Ende. Alter, kommt noch einer. Jetzt aber, Freunde, echt. Okay. Gehen wir gleich zu den zwei Fragen zeigen, die sind so schön hintereinander. Ich werde mir das Monsternest und wieder so ein Wort der Macht. Es könnte so einer sein. Oh, was macht der Wolf ganz alleine hier? Das ist hier fast schon zu neu. Für unseren Geschmack. Ja, wie dem auch sei. Ah, das ist ein schönes Haus da hinten. Könnten natürlich auch mit Plätze reisen. Umkehren oder weitergehen? Hä? Ich hab das Ende der Welt erreicht. Was geht jetzt ab? Beweg dich! Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mir das Ende der Welt erreicht habe. Wenn hier ein Weg ist. Und da war ich ja schon. Falls ich da reinkomme. Da. Ja, ich habe das Spiel schon durch. Ich hatte das Spiel schon gespielt. Magie. Ein Ort der Macht. So. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Hä? Ich habe keine Bomben mehr. Denke ich mal.
Da war die Bombe höchstwahrscheinlich leer. Art. Alles klar. Wie ich halt recht gehabt habe, hm? Freunde. So. Jetzt haben wir das. Zwei Stück haben wir noch. Wir können natürlich gleich hier reinhüpfen, falls es hier nicht so hoch ist. Und dass wir hier hinkommen. Und dann können wir gleich hier schwimmen. Das sind eh nur ertrunken. Ja, vielleicht ist eine könnte ein versunkener Schatz sein. Oha. So ein bisschen meditieren ist nicht schlecht für unsere Gesundheit, müssen wir keinen Trank nehmen. Ausgewolft, hä? Oh, der böse kleine Wolf. Hier nur das Problem. Falls ich hier drin schwimme, ich habe keine Armbrust. Das heißt, ich kann auch nichts gegen Ertrunkene machen. Aber vielleicht habe ich Glück und es sind keine drin. Kriegsbeute heißt es ja. Das war's. Kreuzdorn. Was jetzt dann ernst, hatte mir jetzt bezüglich nur irgend so ein Ding gegeben. Aber jetzt da mehr drin. Selbst da ist mehr drin. Und ist der gleiche. Bomben. So. Der ganze gute Loot kommt halt noch. Das ist halt alles so ein, ja, mittelmäßiges. Es sind auch keine gelben Schwerter drin oder sonstiges. Nicht einmal blaue. Ich schau mal schnell meine Quest. Ding. Okay, wir haben nur noch den Hauptquest, also müssen wir jetzt Nilfgaarder nach Yennefer fragen. Und wir sind auch perfekt bei den Soldaten schon. Nordling? So. Wir haben hier viel zu tun, sehr viel. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch.
Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm. Die sind richtig nett, Alter. Wie ich gehört habe, gibt es hier einen Schmied. Und dieser Schmied ist lebenswichtig für mich. Ich hoffe, der handelt schon mit mir. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vorm Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort. Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen kannst du das auch? So, zeig mir, was du zeig hast. Zeig mir deine Waren. So, ich verkauf dir am besten. So, Rest kann ich nicht verkaufen. Viel bringt der? 12, ach, drauf geschissen. Verbesserung entfernen ist irrelevant. Reparieren ist auch erst irrelevant. Ah, Silberschwert. Mir fehlen noch Zutaten. Silberbahn, ah, fuck. Der Schwert wäre so nice. Glanz haben wir auch. Aber ab Level 12 ist natürlich. Schaden. Holen wir uns das erste Stahlschwert. Vielleicht können wir uns Silber machen. Yeah, Freunde. Können uns Silber machen. Viper, Silberschwert, Zammers. Bis dann. So. Schaut doch ganz schön gut aus, oder? Okay, wir könnten jetzt auch noch Dinge reinpressen. Chance auf Verbrennen. Tun wir Schafe für rein. Chance auf Einfilm brauchen wir nicht. Machen wir so einfach. Willst du spionieren oder feilschen? Geile Schwerter. Zeig mir deine Waren. Kann man gleich zerlegen. Die anderen können wir verkaufen. Ach, scheiß drauf. Haben wir so ein bisschen Geld gemacht. Reparieren. Okay. Ach, zeig mir deine Waren. Ja, können wir schon. Mal schauen, was der noch im Angebot hat. Ob der ein paar gute Schemas hat. Ich denke wohl nicht. Ja. Silber können wir immer gut gebrauchen. Klar.
Kleiner Runenstern, kleiner, kleiner, kleiner. Das sind die kleinen, die brauchen wir natürlich nicht. Okay. Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist. Wie alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Apropos, bist du hier, um was zu kaufen? Bis dann. So, Freunde. Das ist der Turm. Der berühmte Turm. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn, dann werde ich sehen, was ich tun kann. So. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Abgemacht. Alles klar. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut, Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch, tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Tomira und Mislav. Danke. Es so und jagten. Mit die Schnauze. Dämlicher Schwarzer. Ich glaube, ich darf hier nichts nehmen, sonst werde ich zum Teufel gejagt.
Außer Pflanzen natürlich. Wir haben eigentlich schon Kreuzturm aufgesammelt, wenn ich mich. Genau, brauchen wir glaube ich gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben. Schnauze. Auf jeden Fall haben wir schon. Von der Freiheit-Brigade gehört. Deinesgleichen hat dort gedient. Hallo. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon zwei bessere Schwerter. Und ich guck mal, wo wir hin müssen. Port man mich mal hier am Falls verlassenes Dorf. Huch. Können wir hinreiten? So. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. In der Tat. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen, nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ab zu spät. Noch ein Angriff. So. Alter. Nimm halt dein scheiß Schwert, Alter. Ach du Scheiße. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor. Jedenfalls ist es lange her. Ja. Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden.
musst du ja auch nicht. Also, kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarder gefunden hast? Alles klar. Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. So, Freunde. Oh Gott. Wir folgen dem Jäger. Und da geht's schon los. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Alles klar, mein Jäger. Nicht Jäger, der Jäger. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Ein Lager? Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Boah. Holy shit, Freunde. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Dort liegt die Kiste. Oder mehrere. Das Nest ist da oben. Das Greifennest. Oder was davon? Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Boah, der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Knochen, Pferd, Hund, Mensch, einige Monatsvorräte. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell... 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Ja, gute Nacht. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Alles klar. Die Kampfvorbereitung für den Greif. Wird im nächsten Part kommen, liebe Freunde. Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben. Natürlich hat alles Menschen. Hallo. J, nicht V. So. Machen wir schnell noch den Punkt hier. Also ist das gleiche. Was ist das? Ah, das ist Goldstone. So.
Auf jeden Fall. Also in der nächsten Part werdet ihr sehen, wie wir den Greif zur Strecke bringen und die Kampfvorbereitungen. Was alles dazu gehört halt. Ah! Spaltbolzen. Alles klar. Sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr. Außer Leichen. Also, wie gesagt, haut rein, meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss und auf.